Die Welt war geschaffen und die Menschen lebten glücklich. So auch Prometheus, der Enkel des Himmelgottes Uranus. Da bemerkte er eines Tages, dem Menschen fehlt ein wichtiges Element, das Feuer. Ich werde ihn da beschaffen. Ich habe schon einen Plan. Da nahm Prometheus einen Riesenfenchel und stieg in den Himmel. Dort zündete er den Riesenfenchel an der Sonne an. Oh, ein Feuer. Da wurde Zeus wütend, weil ihm das Feuer gehörte. Deshalb schickte er Pandora mit einem Korb auf die Erde. In dem Korb lauert das Böse. Bringen ihn in Prometheus, den Bruder von Prometheus. Er wird ihn aufmachen. Hallo Prometheus. Hallo Prometheus. Ich warne dich vor Zeus. Er wird etwas im Schild. Ist gut. Das ist ein Geschenk von mir. Mach's auf. Oh, danke vielmals. Obwohl Prometheus seinen Bruder gewarnt hatte, öffnete Epimetheus das Geschenk von Pandora. Doch aus dem Korb fiel Krankheit und Unheil. Der Prometheus soll eine größere Strafe bekommen. Knecht, bring ihn in die Höhle. Dort wird ein Adler jeden Tag von seiner Leber fressen. Doch die Leber wird ewig nachwachsen. Und sah, wie Prometheus mit. Er hatte großes Mitleid und befreite ihn aus seinen Fesseln. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Der Adler, wo ist der Adler?